Sehr geehrter Herr Quilling, sehr geehrter Herr Hunkeln, sehr geehrter Herr Zimmer, Herrn Gebhardt vermissen wir leider heute schmerzlich. Seine Grippe oder Erkältung hat ihn nochmal eingeholt und deshalb kann er heute nicht bei uns sein, schickt aber seine Grüße. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Honoratioren, im Namen des Vereins BBB Energiewende in der Region möchte ich Sie alle herzlich willkommen heißen auf der Regio Energie 2014. Warum sind wir heute hier? Warum Energiewende? Nach zahlreichen atomaren Katastrophen, angefangen bei den Atombombenabwürfen von Hiroshima und Nagasaki, den zahlreichen Atomtests, den Ereignissen von Sellafield, Mayak, Windscale, Harrisburg, Tschernobyl und schließlich im März 2011 der furchtbaren Katastrophe von Fukushima, ist für die ganze Welt deutlich sichtbar geworden, was Atomkraft anrichtet. Nun wurde endlich der Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen. Zum Ausstieg aus der Atomenergie gehört auch der Abschied von der klimazerstörenden Kohlekraft. Und nun geht es darum, dass wir miteinander gestalten, wie es jetzt weitergeht. Der Aufbruch in das Zeitalter der erneuerbaren Energien ist ein ehrgeiziges Projekt. Wir müssen die Energiewende regional anpacken und gemeinsam vorantreiben. Nur bei einem guten Zusammenhalt von Bürgerinnen und Bürgern mit ihren Vertreterinnen und Vertretern in der Politik und gemeinsam mit unseren Stadtwerken können wir die Energiewende stemmen. Zum Gelingen brauchen wir unsere örtlichen Stadtwerke, die nicht länger Stromhändler bleiben, sondern zusammen mit örtlichen Energiegenossenschaften zu Stromproduzenten werden und sich im Markt neu orientieren und festigen und somit zur regionalen Wertschöpfung beitragen, zu Steuererträgen, die vor Ort bleiben und nicht irgendwo offshore verschwinden, Geld, das wir als Kommunen, wir als Bürger hier in die Energiewende investieren, hier vor Ort, bleibt in unserer Region und wir alle können davon profitieren, ob wir nun Häuslebauer sind oder Mieter. Die Energiewende ist weit mehr als eine Modernisierung. Sie steht für den Wandel zu einem nachhaltigen Wirtschaftsmodell. Heute veranstalten wir unsere Messe bereits zum dritten Mal. Und es ist wie jedes Mal wieder eine große Herausforderung für uns, dieses Projekt zu stemmen. Umso mehr haben wir uns gefreut, als Bürgermeister Herbert Hunkel uns im vergangenen Jahr bei der Regio Energie in Dreieich einlud, mit unserer Messe doch nochmal nach Neu-Isenburg zu kommen. Als Verein, der nicht nur in Dreieich, sondern in der Region tätig ist und in dem Menschen aus den Initiativen Langen gegen Atomkraft, Bye-bye Biblis aus Dreieich und dem Wattclub Neu-Isenburg engagiert sind, sind wir diesem Ruf sehr gerne gefolgt. Herzlichen Dank für diese freundliche Einladung, die wir auch als Anerkennung für unsere Vereinsarbeit verstehen. Und vor allem danke für die tolle Unterstützung durch die Stadt Neu-Isenburg. Unser Dank gilt Frau Quilling für die Wirtschaftsförderung. Unser Dank gilt auch Markus Bucher und vor allem Hildegard Dombrowe für die aktive Koordinierungsarbeit im Vorfeld der Messe. Ihnen ist es auch zu verdanken, dass wir diesmal auch Feuerwehr und Polizei, den ADFC und das Stadtradeln mit auf unserer Messe haben. Denn die Mobilität ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema im Zusammenhang mit der Energie. Und wir freuen uns sehr, dass Herr Stadtverordnetenvorsteher Rolf Krumbiegel hier im Anschluss an die Eröffnung auch das Stadtradeln im Rahmen der Messe eröffnen wird. Wir freuen uns ganz besonders, auch dieses Jahr wieder Landrat Oliver Quilling als unseren Schirmherrn dabei zu haben und unsere drei Bürgermeister aus Langen, Dreieich und Neu-Isenburg. Dass Sie alle uns seit unserer ersten Messe 2012 begleiten, ist für uns etwas ganz Wertvolles. Und es zeigt Ihren Willen zum Schulterschluss der drei Kommunen für die Energiewende vor Ort. Gemeinsam haben Sie bei der Regio Energie 2013 die Energiewende-Charta unterzeichnet
und so deutlich gemacht, dass sie sich für eine sichere, klimafreundliche, ökologische und dezentrale Energieversorgung einsetzen wollen. Das ist Klimaschutz, der nicht auf internationalen Konferenzen stattfindet, mit Beschlüssen für den Sankt-Nimmerleins-Tag, sondern hier und heute, gemeinsam mit uns Bürgerinnen und Bürgern. Es gibt viel zu tun und viele neue technische Möglichkeiten. Bei unserer ersten Messe haben wir beim Messerundgang unseren Landrat und die drei Bürgermeister mit Einblicken in die Power-to-Gas-Technologie überrascht, mit der überschüssige Windenergie in Form von Wasserstoff speicherbar gemacht werden kann und auch transportierbar. Seit neuestem betreibt übrigens die Mainova in Frankfurt eine Pilotanlage für dieses Verfahren. Letztes Jahr haben wir bei der Messeeröffnung regionale Biogasanlagen ins Gespräch gebracht. Wie können wir unsere Abfälle aus der Biotonne verwerten, um daraus Biogas zu machen? Möglicherweise im Zusammenschluss mehrerer Gemeinden oder gar auf Kreisebene. Biogas nicht aus Mais oder Lebensmittelpflanzen, sondern aus den ohnehin anfallenden Abfällen und Reststoffen. Es wäre interessant zu hören, was hieraus geworden ist und wie hier die Entwicklung weitergeht. Und auch dieses Jahr haben wir wieder einen Vorschlag: Wärmerückgewinnung in Kanalisation und Klärwerken. Gemeinsam können Dreieich, Langen und Neu-Isenburg und last but not least der Kreis Offenbach gewaltige Potenziale zur Energieeinsparung bzw. Rückgewinnung nutzbar machen und auf diese Weise viel Geld einsparen. Solche Investitionen hier vor Ort können uns zunehmend unabhängig machen von immer teurer werdenden Öl- und Gasimporten und sind die Bausteine für die schnellstmögliche Erreichung unserer Klimaziele. Und das schon deutlich vor dem Jahr 2050. Meine Damen und Herren, das war jetzt teilweise harter Tobak. Ich freue mich, Sie alle ganz herzlich willkommen zu heißen auf der Regio Energie 2014 und gebe das Wort weiter an Herrn Landrat Quilling. Vielen Dank. Ja, liebe Frau Wunder, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Herr Stadtverordnetenvorsteher, Herr Bürgermeister Hunten, Herr Bürgermeister Zimmer, verehrte Messegäste. Ich darf Sie als Schirmherr auch ganz herzlich willkommen heißen und habe gern zum dritten Mal die Schirmherrschaft für die Regio Energiemesse im Kreis Offenbach übernommen. Und darf mich gleich zu Anfang ganz herzlich bedanken bei Frau Rombach und ihrem Team, dass sie zum dritten Mal diese Messe durchführen. Und ich kann Ihnen versichern, diese Messe ist zu einer echten Plattform bei uns hier in der Region geworden, was Energiewende, Energieeffizienz, Energiesparen anbelangt. Frau Rombach hat Sie eben begrüßt mit den Worten: Das war jetzt harter Tobak, starker Tobak, den sie uns vermittelt hat. Ja, die Energiewende in Deutschland ist, wenn Sie so wollen, starker Tobak. Da haben wir uns gemeinsam eine große Aufgabe aufgeschultert, die wir gemeinsam nur bewältigen können. Zuweilen habe ich den Eindruck, ich weiß nicht, wer heute Gelegenheit hatte, in der Offenbach-Post im Lokalteil und in Burgs einen kleinen Kommentar zu lesen über die Energiewende. Und auch ich habe ähnlich wie der Redakteur den Eindruck, dass zuweilen eine Art Enteuphorisierung angetreten ist, was die Energiewende anbelangt, insbesondere vor dem Hintergrund der steigenden Stromkosten im Zusammenhang mit der Umlage für den Ökostrom nach dem EEG-Gesetz. Aber trotz allem, und das ist für mich ein positives Zeichen, denn Frau Rombach hat mich begrüßt, als ich vorhin die Jugendhalle kam, mit den Worten: Leider haben sich nicht so viele Handwerker angemeldet wie in den vergangenen Jahren. Und das werte ich als positives Zeichen, denn wir wissen, die Auftragsbücher der Handwerker sind voll. Und wenn ich eben davon gesprochen habe, dass zuweilen man den Eindruck hat, dass eben so eine Art Enteuphorisierung angetreten ist, was das Thema Energiewende anbelangt, ist, was die Innovationen und Investitionen anbelangt, eigentlich der Beweis angetreten des Gegenteils. Die Bürgerinnen und Bürger sind bereit, in ihre Immobilien zu investieren, in den Bereich Energiesparen, in den Bereich für mehr Energieeffizienz, ob nun beim Heizen, ob nun beim Strom oder beim Wasserverbrauch. Und ich denke, meine Damen und Herren, das ist ein gutes Zeichen.
Und dass wir beim Thema Energiewende noch einen großen Weg vor uns haben, den wir, ich wiederhole mich, nur gemeinsam beschreiten können. Deswegen bin ich dankbar, dass über diese Regio-Energiemesse hier bei uns in der Region Kreis Offenbach auf das Thema immer wieder aufmerksam gemacht wird. Es wird nicht nur aufmerksam gemacht, sondern es wird informiert über neueste Innovationen im Bereich des Energiesparens und eben auch unter der großen Überschrift Energiewende. Ihnen dafür ein herzliches Dankeschön und ich kann nur sagen, dass ich diese Energiemesse Regio-Energie wirklich hier zu der Plattform bei uns in Kreis Offenbach in den letzten Jahren etabliert hat. Und wir können uns auch jetzt wieder informieren über das, was sich in den letzten 12 Monaten Neues getan hat. Und es gibt noch einen weiteren wichtigen Themenbereich, der dieses Jahr angesprochen wird. Das ist die E-Mobilität und gerade auch im Bereich Verkehr, öffentlicher Personennahverkehr, aber auch Individualverkehr gibt es einiges zu tun. Wir arbeiten im Kreis Offenbach, so viel sei erwähnt, gerade an einem neuen Mobilitätskonzept, das genau auf diese Bereiche auch Rücksicht nimmt. Und wenn ich gerade beim Kreis Offenbach bin, darf ich vielleicht noch darauf aufmerksam machen, dass wir auch im Kreis bemüht sind, im Bereich unserer Schulen Energie zu sparen. Das ist uns durch Investitionen in den vergangenen Jahren an allen Schulstandorten gelungen im Bereich des Stromverbrauchs, im Bereich des Wasserverbrauchs. Und wir wollen auch unsere Schulen verstärkt zur Verfügung stellen, Drittfirmen, um dort Solaranlagen zu installieren. Wir arbeiten mit 13 Firmen mittlerweile schon zusammen an 13 Standorten und verfügen über 8 eigene Solaranlagen. Also auch bei uns im Kreis Offenbach als ganz pragmatisches, praktisches Beispiel sind wir am Thema Energiewende nach wie vor auch beteiligt und bemüht, das weiter auszubauen. Und ich stelle auch fest, und ich glaube, das zeigt, ich sagte es vorhin schon, auch die große Auftragslage bei den Handwerkern, auch die Bürgerinnen und Bürger haben es begriffen und die Energiewende ist unmittelbar vor Ort in den einzelnen Haushalten angekommen. Und wir dürfen an der Stelle nicht nachlassen. Und was wir weiter tun können und was die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse zeigen, und bieten, das kriegen wir an diesen Tagen hier in der Regiomesse präsentiert. Dafür ein herzliches Dankeschön. Ihnen wünsche ich eine informative Messe und natürlich eine Vielzahl von Interessenten, die zu dieser Messe kommen mögen. Ja, dann weiterhin eine erfolgreiche Messe und darf jetzt überleiten, ich glaube, an den Gastgeber, Herrn Bürgermeister Hund. Frau Rombach, lieber Herr Quilling, Herr Kollege Zimmer, Herr Stadtfondsvorsteher, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, zunächst auch mal noch ein herzliches Dankeschön an den Verein Bye Bye Biblis, dass er gemeinsam mit dem Wattclub Neu-Isenburg diese Messe hier in Neu-Isenburg veranstaltet und organisiert hat. Ich hatte ja bereits schon zweimal auf Ihre Einladung die Gelegenheit, bei der Regio-Energie-Messe in der Stadthalle in Dreieich ein Grußwort zu sprechen und mich da auch von dem tollen Konzept zu überzeugen. Und ich muss Ihnen sagen, mich hat es von Anfang an sehr stark beeindruckt, wie Sie diese Messe hier organisieren, mit einer Fülle von neuen Themen, auch mit einer Fülle von entsprechenden, interessanten Vorträgen. Und ich freue mich, dass es gelungen ist, dass Sie hier heute nach Neu-Isenburg gekommen sind. Ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal war. Möchte bei der Gelegenheit auch dem Herrn Kollegen Gebhardt, den wir ja leider nicht begrüßen können, alles Gute wünschen, viel Gesundheit, damit er bald wieder neue Energien für seinen Job umsetzen kann. Ja, Energiewende in der Region, das ist das Wort, das ist das Ziel, dem wir uns alle verschrieben haben. Ich glaube, uns ist es allen viel, viel lieber. Wir geben unser Geld unseren Stadtwerken, ja, anstatt Gazprom oder wie auch immer dahinter steht, ja, dass das Geld hier in der Region bleibt. Das ist natürlich auch unser Ziel. Das ist natürlich auch viel, viel Arbeit, das sind also dicke Bretter zu bohren, aber wenn man da nicht anfängt, dann wird man auf dem Weg auch nicht weiterkommen. Ich glaube, wir haben auch schon einen guten Anfang gefunden. Energieeinsparen, Energieeffizienz und der Umbau der traditionell klima- oder umweltschädlichen Energieerzeugung aus Kohle- und Kernkraftwerken hin zur Nutzung regenerativer Energiequellen. Das sind die drei entscheidenden Schritte auf dem Weg
zu einer massiven Reduzierung des Treibhausgases. Und bei der Gelegenheit möchte ich gerne mal ein Lob an unsere Stadtwerke Neu-Isenburg aussprechen. Die Stadtwerke Neu-Isenburg senden ja den Verbrauchern mit der Verbrauchsabrechnung jeweils eine Übersicht über den Strommix, über den Gesamtmix. Das ist also dieses Blatt hier, was die Isenburger mit der Kundenabrechnung bekommen. Und da ist also erfreulich, dass die Stadtwerke Neu-Isenburg für den Gesamtmix des Strombezugsmengen schon über 60% aus erneuerbaren Energien beziehen und dass der Anteil an Kohlekraftwerken und an Atomstrom immer mehr zurückgeht und dass unsere Stadtwerke im Vergleich zum zur Bundestendenz wesentlich günstiger liegen, also in der Weise schon eine gewisse Vorreiterrolle bestreiten und beschreiten. Und das ist auch sehr lobenswert. Und ich glaube, an dieser Stelle das Lob an die Stadtwerke Neu-Isenburg sollte auch ein Stück Motivation sein, weiterzuarbeiten, auch die Anregungen, die Sie heute uns geben, aufzunehmen und daran zu arbeiten, damit wir da immer wieder weiterkommen auf unserem gemeinsamen Bemühen. Ja, man hat ja vernommen, dass also nach der Agenda 21 der Verbrauch, der CO2-Ausstoß erheblich zurückgegangen ist, um ein Viertel. Und da waren wir alle schon der Meinung, das ist ja wunderbar, der Beginn ist toll und es geht jetzt also weiter. Aber das hat nicht ganz so geklappt, wie sich das die Leute gedacht haben. Nämlich neben technischen Innovationen haben dazu in nicht unerheblichem Ausmaß der Zusammenbruch produzierender Industrien und die Stilllegung aller Braunkohlewerke in den neuen Bundesländern dazu beigetragen. Und seit 2 Jahren steigen die Emissionen aber wieder leicht an, auch weil mehr billige Kohle verstromt wird, statt auf moderne, aber teurere Gaskraftwerke als Übergangstechnologie zu setzen. Und weltweit sieht es noch dramatischer aus. Und das zeigt uns alles, dass das Thema Klimaschutz kein Schnee von gestern ist, sondern eigentlich immer aktuell und brandaktuell für uns als Aufgabe bleibt. Wir brauchen einen langen Atem, wir brauchen motivierte Einrichtungen, motivierte Stadtwerke, auch eine motivierte Politik, damit dieser Klimawandel die Folgen einigermaßen beherrscht werden. Und deswegen auch nochmal ein herzliches Dankeschön an alle, die sich hier in der Hundertenhalle mit dieser Ausstellung präsentieren, die uns die Möglichkeiten zeigen, wie wir Energie einsparen können, wie wir noch gemeinsam eben auch mit den Nachbarkommunen uns in diesem Weg weiter voranbringen können. Und allen ein herzliches Dankeschön und den Kommunen drei schon lange nach dem Kreis ein Dank für die gute Zusammenarbeit. Wir haben schon einiges auf den Weg gebracht von der Zusammenlegung der Betriebshöfe und mit den Energiegenossenschaften. Ich denke, das ist ein guter Anfang gemacht, aber es gibt noch viel zu tun und das wollen wir gerne anpacken. Und wir sind immer wieder froh auf Ihre Anregungen, auf den Input und das motiviert uns dann auch wieder, das macht dann auch wieder Spaß. Bei der Gelegenheit auch ein Dankeschön an den Stadtforenvorsteher, den Brumwegel, dass er jetzt auch das Stadtradeln, das wir ja eingepackt haben, hier in diese Messe eröffnet. Und heute Mittag wollen wir ja möglichst gemeinsam dann die Radtour unternehmen nach Graubenbruch, um auch wieder diesem Thema noch mehr Gewicht zu verleihen. Das dazu dient auch das neue Radverkehrskonzept, was der Stadt Neu-Isenburg im Moment gerade erarbeitet, mit der TU Darmstadt und mit vielen Bürgerinnen und Bürgern. Und so denke ich, sind wir schon auf einem guten Weg, aber wir müssen noch viel mehr tun und dazu soll uns heute auch diese Messe wieder motivieren. Vielen Dank nochmals an die Organisatoren, an Bayern Jeblis und an den Radclub Neu-Isenburg. Ich wünsche euch allen viel Erfolg. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und nun darf ich den Kollegen Zimmer aus Rhein-Aisch ans Mikrofon bitten, lieber Herr Kollege. Das Wort gehört Ihnen. Vielen Dank. Ja, liebe Frau Rombach, Herr Landrat, Herr Grilling, Herr Kollege Hupkel, Herr Kuhriegel, der Stadtverordnetenvorsteher, meine Damen und Herren. Nach 2 Mal in Rhein-Aisch freue ich mich ganz ehrlich, dass es in diesem Jahr auch
in Neu-Isenburg klappt, diese Messe hier stattfinden zu lassen. Nein, ich freue mich nicht deswegen, weil ich sie nicht will in Dreieich, sondern ganz klar auch damit deutlich wird, dass wir auch auf dieser Ebene gute Zusammenarbeit haben. Sie haben den Schulterschluss vorhin angesprochen, der Kommunen untereinander. Ich kann nur sagen, dieser Schulterschluss lebt zwischen den Kommunen, ob das die Bürgerenergiegenossenschaft ist oder ob auch unsere Stadtwerke in besonderer Weise zusammenarbeiten, Lange, Neu-Isenburg, Dreieich, auch auf den verschiedensten Ebenen. Und das soll auch so bleiben. Und deswegen darf ich auch unsere Stadtwerke Dreieich hier begrüßen. Freue mich, dass Sie hier auch heute wieder dabei sind und Ihren Beitrag zu dieser Energiemesse leisten. Meine Damen und Herren, gestartet in 2010 veranstalten Sie nunmehr zum dritten Mal die Regioenergie. Bereits im ersten Jahr ist es Ihnen gelungen, namhafte Referenten zu verpflichten. So hat zum Beispiel der Fernsehjournalist und Buchautor Franz Alt unter dem Titel Die Sonne schickt keine Rechnung die Vorzüge der Solarenergie erläutert. Und dass Sie solche renommierten Referenten bekommen, das spricht auch für Sie. Das spricht für Sie, dass Ihre Messe, Ihre Arbeit Anerkennung und Interesse findet. Die Motivation, meine Damen und Herren, Energie zu sparen und an der Energiewende mitzuarbeiten, mag unterschiedlich sein. Stehen Sie darin, vielleicht lediglich nur durch reduzierten Energieverbrauch Kosten zu sparen oder bestehen Sie darin, durch aktive Eigenreduktion die CO2-Emissionen zu reduzieren? Im Ergebnis, meine Damen und Herren, arbeiten wir gemeinsam daran, mit diesen Maßnahmen nachhaltig an den Ursachen und den Folgen des Klimawandels zu arbeiten. Und meine Damen und Herren, die Möglichkeiten sind vielfältig, die Möglichkeiten von uns allen sind vielfältig. Das werden Ihnen im Rahmen dieser Messe die Ausstellerinnen und Aussteller sowie die Referentinnen und Referenten, die ich meine, auch in diesem Jahr beeindruckend unter Beweis stellen. Zweimal haben Sie die Regioenergie in Dreieich veranstaltet und wollen dieses Jahr in Neu-Isenburg einen Überblick über die Entwicklung in der Gewinnung erneuerbarer Energien, aber auch in der Reduzierung des Energieverbrauchs zeigen. Sie verschaffen den interessierten Bürgerinnen und Bürgern einen Überblick über regionale Möglichkeiten erneuerbarer Energien. Sie zeigen die Möglichkeiten und Entwicklungen der E-Mobilität und sie wollen sensibilisieren, wie Energie im täglichen Leben, im Haushalt, am Arbeitsplatz und in der Freizeit gespart werden kann. Meine Damen und Herren, immer wieder beeindruckend ist, dass diese Messe, die ja mittlerweile ja wirklich über die Grenzen unserer Städte, unserer Kommunen hinaus beeindruckend ist, dass diese Messe vom Verein BBW Energiewende in der Region e.V. ausschließlich ehrenamtlich von Bürgerinnen und Bürgern für Bürgerinnen und Bürger organisiert wird und diesmal auch mit großer Unterstützung des Wattclubs in Neu-Isenburg. Es ist für die Organisatorinnen und Organisatoren eine Herzenssache, das merkt man. Das merkt man auch Ihnen an, wenn Sie hier von der Energiewende und der Energiepolitik sprechen und von Ihrer Messe sprechen, Frau Rombach. Es ist eine Herzenssache und ich danke Ihnen allen für dieses herausragende ehrenamtliche Engagement. Ich wünsche Ihnen und den Ausstellerinnen und Ausstellern viel Erfolg und den Besucherinnen und Besuchern neue Erkenntnisse und umfassende Informationen sowie interessante Gespräche. Lassen Sie uns auch gemeinsam im Gespräch bleiben. Und ich danke auch Ihnen darum, ich danke der Stadt Neu-Isenburg für die Unterstützung des Veranstalters und dass diese Messe dieses Jahr in Neu-Isenburg stattfinden kann. Und ich freue mich, dass ich heute als Gast mit dabei sein darf, mit Ihnen allen gemeinsam diese dritte Energiemesse eröffnen zu dürfen. Viel Erfolg, weiterhin alles Gute und lassen Sie dieser dritten Energiemesse noch viele, viele weitere Messen folgen. Vielen Dank. Ja, lieber Herr Zimmer, lieber Herr Quilling, lieber Herr Hunkel, vielen herzlichen Dank für Ihre sehr, sehr ermutigenden und freundlichen Worte. Da bin jetzt ganz oft ich angesprochen worden. Also dazu muss ich wirklich sagen, ich bin ein Player, ich bin nur eine in dem Verein. Also ich meine, ich stehe jetzt hier vorne und rede, aber die ganze Arbeit haben natürlich der Bernd, der Thomas, der Franz, hat der ganze Verein gemacht und das war viel Arbeit. Ja, also wie gesagt, ich habe da nur eine mehr oder weniger eine Nebenrolle. Zur Energiewende gehört auch
dass es auch Spaß machen muss, dass es auch schön sein soll. Deshalb versuchen wir immer zum Technischen auch ein bisschen was Kulturelles zu bringen. Und wir freuen uns sehr, dass der Patrick Steinbach heute bei uns hier ist mit irischer Folkmusik. Patrick, bring uns ein paar Lieder. Bitte einen ganz warmen Applaus für den Patrick Steinbach. Kämpfen gegeneinander, ja, treten in die
Pedale, wer die meisten Kilometer zusammenbringt. Wow, da kommt schon eins angerollt. Ja, wir begrüßen ganz herzlich bei uns Herrn Stadtverordnetenvorsteher Wolf Krumbiegel. Lieber Herr Krumbiegel, bitte, die Bühne gehört Ihnen. Ja, sehr verehrte Frau Rombach und alle, die vor, hinter Ihnen, neben Ihnen stehen und mit Ihnen arbeiten, die sind natürlich alle mit begrüßt. Sehr geehrter Herr Landrat Quilling, sehr geehrter Herr Bürgermeister Zimmer, sehr geehrter Herr Bürgermeister Unkel, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Regio-Energiemesse wurde gerade von unserem Landrat Oliver Quilling und den anwesenden Bürgermeistern eröffnet. Auch ich wünsche natürlich den Veranstaltern und Ausstellern der Messe regen Zulauf, interessante Fachgespräche und neue Kontakte, damit die großen gesellschaftlichen Aufgaben Energiesparen und Klimaschutz weiter vorangetrieben werden können. Der musikalische Einschnitt hat gezeigt, dass es jetzt zu einer etwas leichteren Art der Einsparung, Energieeinsparung kommt und dass auch Energiesparen und Klimaschutz Spaß machen können. Dafür steht der bundesweite Wettbewerb Stadtradeln, an dem Neu-Isenburg sich in diesem Jahr erstmals aktiv beteiligt. Heute beginnt für unsere Stadt der dreiwöchige Aktionszeitraum und als Schirmherr der Aktion freue ich mich, den Startschuss hierzu im Rahmen der Regio-Energiemesse geben zu können. Denn das Radfahren passt, wie ich eben schon sagte, ausgezeichnet zum diesjährigen Schwerpunktthema der Messe: umweltfreundliche Mobilität. Lassen Sie mich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass der ADFC heute im Rahmen der Messe Fahrradkodierungen durchführt und die Polizei Sicherheitschecks für Fahrräder anbietet. Unsere Stadt, das wurde eben schon angedeutet, ist schon jetzt bestens für das Radfahren geeignet. Keine Steigungen, kurze Wege und fast flächendeckend Tempo 30 Zonen. Dennoch, wie immer, gibt es einiges zu tun, um das Radfahren noch sicherer und natürlich damit auch attraktiver zu machen. Gerade entlang von Hauptstrecken bestehen noch Lücken im Radwegenetz. Auch bei Anbindungen an unsere Ortsteile Zeppelinheim und Grafenbruch sowie an die Nachbarkommunen gibt es Handlungsbedarf. Aber in diesem Zusammenhang versprechen wir uns sehr viel vom neuen Radwegverkehrskonzept, das Herr Bürgermeister Unkel eben ja schon angesprochen hat. Und dieses Konzept, das in den letzten beiden Jahren von der Stadt in Zusammenarbeit mit Herrn Professor Vollmann und seinen Studenten von der Hochschule Darmstadt entwickelt wird. Übrigens, ab 17 Uhr referiert heute Herr Professor Vollmann an diesem Ort über Verkehrsplanung und Ballungsraum mit dem Fokus auf den Radverkehr. Doch zurück zum aktuellen Stadtradeln. Für einige von uns ist das Radfahren schon täglich geübte Praxis. Wenn ich mich so umgucke, sehe ich einige, die ich immer radelnd in Neu-Isenburg antreffe. Andere nutzen auch für kurze Wege gerne das Auto, weil man es so gewohnt ist und nicht weiter über Alternativen nachdenkt. Dabei zeigen Untersuchungen, dass man im innerstädtischen Bereich mit dem Fahrrad häufig schneller ans Ziel gelangt als mit dem Auto. Die Teilnahme am Wettbewerb Stadtradeln ist eine gute Gelegenheit, gewohnte Verhaltensmuster aufzubrechen und das Radfahren neu für sich zu entdecken. Wie es geht, ist im Internet unter www.stadtradeln.de ausführlich erklärt. Hilfestellung geben auch die Ansprechpartner der Stadt, Frau Hilke Dombrowo und Herr Dr. Markus Bucher. Wir alle sind jetzt aufgefordert, oder waren in der Vergangenheit auch schon aufgefordert, Teams aus mindestens 2 Personen zu gründen oder uns einem bestehenden Stadtradelteam anzuschließen und während der nächsten 21 Tage, und vielleicht auch darüber hinaus, möglichst viele Strecken mit dem Fahrrad zurückzulegen. Ob auf dem Weg zur Schule oder zum Arbeitsplatz, zum Einkaufen oder in der Freizeit. Die erradelten Kilometer werden einfach im Online-Radkalender eingetragen oder der jeweiligen Teamleitung gemeldet.
Eine erste Gelegenheit zum gemeinsamen Kilometersammeln bietet sich übrigens heute. Um 14 Uhr startet hier eine geführte Radtour zum Ortsteilfest nach Gravenbruch und wieder zurück. Unterwegs gibt es interessante Erläuterungen, unter anderem auch zum Naturschutzgebiet Bruch von Gravenbruch. Eine zweite Startgelegenheit bietet sich am 7.9., also morgen, um 10.30 Uhr am Startpunkt Rathaus bei einer etwa 90-minütigen Tour rund um Neu-Isenburg, die ADFC-Tourenleiter Ralf Enger führen wird. Ja, und wie alle Aktionen endet auch diese Aktion irgendwann einmal, und zwar unsere endet in Neu-Isenburg am 26. September. Dann zeigt sich, wie viele Kilometer die einzelnen Teams erreicht haben und wie Neu-Isenburg im bundesweiten Vergleich abgeschnitten hat. Auch wer keinen Preis gewinnt für Umwelt, Gesundheit, Teamgeist und Spaß, lohnt sich das Mitmachen auf alle Fälle. In diesem Sinne wünsche ich uns alle tolle Radwochen und einen Anschub für noch mehr und noch besseren und noch sicheren Radverkehr in Neu-Isenburg. Vielen Dank. Also das ist noch ein ungeplanter Programmpunkt, oder Herr Krumpiegel war jetzt nicht drauf vorbereitet. Wir haben noch ein Stadtradl-T-Shirt für ihn. Ich hoffe, die Größe passt. Ja. Und wir sind vor allen Dingen froh, dass Sie die Schirmherrschaft übernommen haben, weil als Stadtverordnetenvorsteher, es ging uns auch, oder beim Stadtradeln geht es auch darum, dass man die politisch Verantwortlichen. Also, damit sind Sie gerüstet für die nächsten 3 Wochen. Okay. Dankeschön, vielen Dank. Fast blau, weißt du. So ein Grün zu gehen. Draußen in der Messe hängen die Bilder. Bitte holen Sie sich eine Teilnahmekarte,
Wählen Sie Ihren Favoriten. Welches dieser vielen wunderschönen Bilder gefällt Ihnen am besten? Machen Sie Ihr Kreuzchen. Und natürlich, gewinnen können Sie auch was bei uns, nämlich ziemlich hochwertige Pedelecs. Also, auf geht's, holen Sie sich eine Teilnahmekarte.